grüße euch und heute muss ich mal noch einen draufsetzen. Gestern hatte ich ja schon über die Intel-Schwachstelle berichtet mit Zombie-Load. Ja, Chat Another Meltdown. Es gibt da so das eine oder andere, was momentan die Gemüter etwas erhitzt. Ja, dann habe ich gedacht, okay, man benchmarkt das irgendwann mal, wenn das jetzt alles durch ist und zieht mal ein Fazit. Jetzt haben die Kollegen von Foronix das bereits getan. Und das sogar recht ordentlich und sehr umfangreich. Und Foronix, wenn es euch nichts sagt, ist keine deutsche Publikation, das gibt es nur in Englisch. Findet man im Internet. Ich habe, weil ich diesen Benchmark wirklich gut finde und da heute früh drüber gestolpert bin, ich habe das jetzt unter diesem Video verlinkt. Ihr könnt also da auch mal draufklicken, dann seht ihr die gesamten Benchmark-Ergebnisse, auch die ganzen Grafiken, die Charts. Mit denen möchte ich mich nicht schmücken, weil es ja nicht meine sind. Aber ich möchte darauf verweisen, weil ich es hochinteressant und vor allen Dingen auch gut finde. Ja, also Linux sind ja meistens so kleine Spaßbremsen, wenn nicht alle. Aber man wird jetzt beim Gaming und im Windows und man kann dann 10-mal ein Spiel laufen lassen, hat sowieso 10 unterschiedliche Ergebnisse, weil diese ganzen Benchmarks mit Nachkommastellen eh Käse sind. Hier haben wir jetzt mal richtige Benchmarks aus dem wahren Leben und das sind Dinge, die also so eine Prozessorleistung wirklich sehr gut abbilden können. Also mal drauf schauen. So, warum habe ich jetzt eine riesengroße Blase darum gemacht? Richtig, weil das Ergebnis ist interessant. Und da hatte nämlich Intel, und das hat Foronix eigentlich dazu provoziert, das mal zu tun, da hatte Intel eigene Benchmark-Ergebnisse veröffentlicht. Das macht man ja immer. Wir erinnern uns auch zurück an Meltdown und Spectre. Das waren ja etwas ältere Schwachstellen. Und die hat man auch gepatcht, dann hat man das eine oder andere da noch verbessert. Dann hat man es gebenchmarkt und war der Meinung, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Das sagt Intel. Nun sagt der Statistiker, traue keiner Statistik, du die nicht selbst gefälscht hast. Ergo hat sich Foronix gedacht, okay, traue keinem Benchmark, den du nicht selbst erstellt hast. Dann haben die das mal gemacht. Und das Ergebnis ist hochinteressant, weil im geometrischen Mittel über alle Benchmarks, die sie da durchlaufen lassen haben, ist der Impact auf diesen Intel-CPUs im Schnitt 16%. Immer vorausgesetzt, dass also auch Hyper-Threading noch aktiviert war. 16% für Intel, 3% für AMD. Und was hat man da getestet? Man hat also einen ganz normalen i7-8700K für die Consumer-Schiene getestet, das von Intel, und dazu einen i9-7980XE, den benutze ich ja hier auch. So, dann hat man das gegenübergestellt und hat auch bei AMD einen ganz normalen Ryzen 7 2700X getestet und natürlich den großen Threadripper 2990WX. Und hat diese Ergebnisse verglichen, mit und ohne Patch. So, und jetzt kommt's. 16% AMD, nein, 16% Intel, 3% AMD und wenn man jetzt, wie empfohlen, und das haben ja Google und Apple auch gemacht, Hyper-Threading abschaltet, nämlich also das simultane Multithreading, das Aufteilen der Kerne nochmal in logische Kerne, dann hat man ein großes Problem. Bis zu 50% Leistungseinbußen, das ist ja nicht wenig. Da muss man mal drüber nachdenken. Und was hat das jetzt für Folgen? Ich meine, es sind 16% im geometrischen Mittel. Und das wird natürlich jetzt Intel richtig unter Druck setzen, weil ich meine, man ist ja eh schon unter Druck. Jetzt, wo sich Ryzen 3000 gezeigt hat, gut, Threadripper ist jetzt erstmal aus dem Line-Up wieder verschwunden. Aber es kommen ja auch die neuen Epic-Prozessoren. 64 Kerne, 128 Threads. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt, die Dinger muss man noch nicht mal einbremsen, weil sie nämlich von diesen ganzen Schwachstellen überhaupt nicht tangiert werden. Da hat Intel wirklich ein Problem. Und meine, in dieser ganzen Vorausschau, was jetzt passiert, auch nach dem Launch der neuen CPUs von AMD, wird man sich warm anziehen müssen. Das schon mal vorab. Und für mich ist es natürlich interessant zu sehen, was da wirklich passiert, wenn diese Patches draußen sind. Hat der Otto normal Windows-User dieselben Probleme? Weil ich meine, 16% im Surferbereich und im professionellen Bereich, das ist eine Hausnummer, das ist eine Generation. Und Foronix selbst sagt ja auch, durch diese ganzen Benchmarks, das hat man selbst fürs Gaming mal hochgerechnet, dann rückt so ein
Ryzen 7 2700X natürlich deutlich näher an einen 8700K ran. Und dasselbe passiert natürlich mit dem 2990WX und diesem großen 7980XE. Man muss dafür eins nicht vergessen. Ich meine, da wo AMD mit Threads punkten kann und sowieso, wenn man mehr Kerne hat, dann ist das natürlich schon eine schöne Geschichte. Aber auch im Punkt auf die IPC, also die Leistung pro Kern, schmilzt natürlich dieser Vorsprung ganz gewaltig, wenn man diese ganzen schönen kleinen Booster und Features von Intel nach und nach abschalten muss, die eigentlich den Vorsprung gegenüber den AMD-CPUs ausgemacht haben. Sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. In dem Sinne, ich wünsche euch immer noch eine schöne Woche. Ja, wer so eine Intel-CPU hat, ich habe ja auch eine, also so gesehen, da muss man durch. In dem Sinne, Cyber.